Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Klangabend des Internationalen Fachverbandes Klangmassagetherapie e.V. Ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder zusammenkommen, trotz dem Sturm, wie ihr auch schon einige im Chat geschrieben habt. Hier ist es auch extrem windig. Ich hatte schon ein bisschen Bedenken, ob das Internet hoffentlich hält. Aber im Moment sieht alles gut aus. Wir haben gerade schon alles Probe getestet. Von daher könnt ihr euch freuen und wir uns alle auf diesen heutigen Klangabend mit Ulrich Krause, unserem Vorstand, der euch ja einen Abend gestalten wird zum Thema therapeutische Kommunikation. Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, lieber Uli. Komm doch zu uns in den Raum. Und genau, dann wird Uli euch was erzählen, was er euch so heute mit euch vorhat. Sein. Und lieber Uli, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor für alle, die dich noch nicht so gut kennen und erzählst uns, wie gesagt, dann kurz noch mal, was du heute mit uns vorhast. Ja, herzlich willkommen alle. Wir freuen uns, dass unsere Klangabende so wunderbar laufen. Es war die beste Idee aus 2021. Und so viele Teilnehmer erreichen wir sonst eigentlich weder im Seminar noch sonst was. Und da freue ich mich, euch heute etwas über die therapeutische Kommunikation, so im Untertitel eher schon auch das Gespräch zwischen Klient und Klanggebenden, ne? Was ja nicht. Das sind eigentlich die gleichen Grundzüge, auf die man achten muss. Und das ist ein sehr umfangreiches Gebiet. Und ich habe versucht, das heute Abend so zu gestalten, dass wir auch mit einer Dreiviertelstunde gut hinkommen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es später dann noch mal einen Teil 2 dazu. So im Sommer. Da muss ich einfach mal schauen, wie weit wir heute kommen und was vielleicht auch noch an Fragen, an Anregungen da ist. Also ich bin, die Katrin sagt es ja schon, Vorstandsmitglied im Internationalen Fachverband Klangmassagetherapie. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Seminarleiter am Peter-Hess-Institut und habe Germanistik, also auch Sprachwissenschaften und Philosophie studiert. Und das ist gerade so ein Bereich, über den ich nachher noch ein bisschen erzählen werde. Wie komme ich eigentlich zu dem Thema? Und es sind Erfahrungen der vielen Jahre, die ich eben auch mit Klangausgebildeten und mit Menschen aus dem Gesundheitswesen geführt habe und dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen bin, da braucht es noch was. Und das, was es brauchen könnte, darüber möchte ich gerne euch heute berichten. Ferris sagte einmal, da wo die Worte enden, beginnt der Klang. Und das wollen wir jetzt auch machen. Also ich bin jetzt mal ruhig und wir fangen mit Klang an. Das ist das, was wir am besten können. Und die Verbindung von Klang und Sprache, die ist natürlich besonders einmalig. Also würde ich den Janni jetzt bitten, die Klänge einzuspielen. Ihr macht es euch ein bisschen bequem, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch hinlegen, wie auch immer. Das wird vielleicht so insgesamt, ja, vielleicht so 7, 8 Minuten gehen und schaut mal, wie ich euch durch die Klänge geleite und wo ich euch aber auch allein lasse mit einer ganz bestimmten Anregung. Denn wir haben es immer zu tun mit Klangbewusstseinsräumen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Wort, was wir gerade in den letzten Jahren auch in den Wissenschaften geprägt haben, als wir uns sehr viel mehr mit dem Bewusstsein beschäftigt haben und inwieweit kann Klang ins Bewusstsein führen. Aber allein tut es das auch nicht. Es braucht natürlich auch immer einen Protagonisten, also jemanden, der mit Sprache umgeht. Das bin nicht nur ich, sondern da wollen wir euch alle professionalisieren oder vielleicht auch Anregungen geben. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, lieber Janni, dann spiel doch mal bitte die Klänge ein. Dann euch allen und dir natürlich auch einen wunderschönen Klangabend. Ich komme dann nachher zu den Fragen und zur Austauschrunde auch wieder mit dazu. Prima, da freuen wir uns, Katrin. Thank you.
Alles ist Raum und Zeit, unser ganzes Leben. Wir bewegen uns in verschiedenen sozialen Räumen, zum Beispiel morgens zu Hause, und wir machen uns auf den Weg in einen neuen sozialen Raum. Das kann die Arbeit oder die Schule oder vielleicht auch die häusliche Arbeit sein. Wenn wir diese ersten Räume verlassen, gilt es uns einzurichten auf ein neues soziales Feld, in dem wir anders gefordert sind als vielleicht in der Familie. Also haben wir es mit einem Übergang zu tun. Und in diesem Übergang bereiten wir uns vor auf unsere neue Aufgabe, die uns da erwartet und der wir gerecht werden wollen. Und unsere Philosophie ist Abschied und Neubeginn. Und so wollen wir das auch heute zu unserem Motto machen, mit dem Klängen, Hören, Lauschen und Wahrnehmen uns aus dem Alltag, aus eurem Alltag heute verabschieden, die Gedanken ziehen lassen und sich einrichten auf das, was jetzt in der nächsten Stunde vor uns liegt. Und nun lauscht noch den Klängen. Schaut, was sie mit euch machen. Schaut in euch hinein, wie es euch jetzt geht. Und lasst die Gedanken ziehen wie die Wolken am Himmel. Da es ja heute Abend um die Kommunikation mit Klienten geht, haben wir auch eigene Erfahrungen der Kommunikation mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Psychologen und anderen. Und als Einstimmung möchte ich dich einladen, diese deine Erfahrungen zu reflektieren unter dem Gesichtspunkt, welche Erfahrung hast du dort gemacht? Unter dem Gesichtspunkt von Zeit, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Vertrauen. Geh mal so ein paar Stationen durch und rufe sie in dein Gedächtnis. Ich denke, wir können sie später für den Austausch oder die Reflexion auch noch gut gebrauchen. Thank you.
Okay, dann möchte ich gern beginnen. Alle Formen des menschlichen Miteinander sind geprägt durch Kommunikation. Wenn alles gut geht, sprechen wir von einer gelingenden Kommunikation. Und alle Störungen, die im zwischenmenschlichen Bereich vorhanden sind, die wir alle kennen, sind Formen der gestörten Kommunikation. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Ich habe eine Knieoperation gehabt, ich war Leistungssportler und habe die Periduralanästhesie bekommen. Es war ein grüner Vorhang, so konnte ich mein Knie nicht sehen, aber ich hatte einen Bildschirm, auf dem ich das alles beobachten konnte. Und ich habe die Sprache der Ärzte gehört. Es ist ein Routineeingriff. Machen Sie sich keine Sorgen, alles wird gut. Ja, dann blieb ich schon mal im Begriff Routine hängen und sage, aber ich bin doch was Besonderes. Es geht doch um mich und verlass doch die Routine und sei ganz bemüht um mein Knie. Und nach einer Weile stellte ich fest, dass sie sich über Golf unterhalten haben. Dann kam meine erste Irritation und ich habe gedacht, die Operation muss ja gut verlaufen. Ich möchte ja bald wieder auf dem Platz stehen, auch meinen Stammplatz nicht verlieren. Und habe dann hineingesagt, können Sie sich jetzt bitte um mein Knie kümmern? Es war Stille. Weiß nicht, was ich damit erreicht habe. Bestimmt keine Harmonie. Aber mir war das wichtig. Ich hoffe, Sie haben mein Knie trotzdem gut behandelt. Eine andere Situation, in einer Orthopädie. Ein sehr lauter Arzt mit einem überaus kräftigen Organ begrüßte jeden Patienten. Na, wie geht es uns heute? Und wenn man im Wartezimmer sitzt und es sind drei oder vier Leute noch vor einem und immer, na, wie geht es uns heute? Dann natürlich hat er mich das dann auch gefragt und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meinem Knie geht es nicht gut. Ich habe ihn später dann angesprochen darauf, auf diese Stereotype und es war tatsächlich so, dass er sagt, Mensch, ich reflektiere eigentlich meine Sprache gar nicht und das war der erste Anlass, um vielleicht darüber nachzudenken. Dann ist man ja auch kein nichts Individuelles mehr, wenn jeder begrüßt wird und ich möchte ja eigentlich individuell begrüßt werden. Das Gespräch zwischen Klanggebenden und Klienten oder auch aus den Heilfachberufen mit Patienten habe ich vielfach auch weiterhin beobachtet, auch die vielen Jahre, wo ich als Seminarleiter tätig bin, auch in Seminaren zum Abschluss, wo es ja immer darum geht, wie führe ich ein Vorgespräch und habe ich mir viel berichten lassen und die Vorgespräche waren zwischen 5 Minuten und 40 Minuten. Und ich habe mir dann berichten lassen, wie das dann läuft und was da kommt. Und habe festgestellt, da braucht es noch eine Menge, dass man nicht einfach in eine Situation kommt, in der man sich verzwickt und zum eigentlich nicht mehr kommt. Denn diejenigen, die in der Klangmassage ausgebildet sind, und auch wir, die meisten von euch, und wenn nicht, dann wird es sicherlich noch kommen, sind gut ausgebildete, um eine wunderbare Klangentspannung zu geben. Also müssen wir schon immer auch schauen, was wir anbieten können. Ist es die Entspannung oder ist es das Coaching? Aufs Coaching werde ich heute nicht so weit eingehen. Das ist vielleicht nochmal ein Bereich, den ich dann nochmal aufnehmen kann. Ich habe jedenfalls festgestellt, die These aufgestellt, häufig reicht die Alltagskommunikation nicht aus, um ein zielgerichtetes Gespräch mit Klienten zu führen. Wie beginne ich ein Gespräch achtsam und vertrauenserweckend? Wie formuliere ich Fragen? Was sollte ich auf alle Fälle sprachlich vermeiden? Und was muss ich vom Klienten vor der Klanganwendung tatsächlich wissen? Da gibt es zum einen natürlich die erste Begegnung, ist immer die spannendste.
wenn jemand kommt, den wir nicht kennen. Der erste Eindruck, den wir vom Klienten haben und der erste Eindruck, den der Klient von uns hat und von unserem Raum. Räume sind schon auch wichtig. Wie sind sie gestaltet, dass sich jemand wohlfühlt? Und wie begegne ich jemanden? Offen, aufgeschlossen, freundlich. Und dann beginnen die Fragen. Wie frage ich denn? Was frage ich zuerst? Ich beginne meist damit, wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? Was ist Ihr Anlass, zu mir zu kommen? Was wünschen Sie sich? Je offener ich die Fragen stelle, umso weiter könnte sich ein Gespräch ausdehnen. Zum Beispiel eine Frage, wie geht es Ihnen? Oder vielleicht, wenn solche Fragen auch gekommen sind, was haben Sie für Beschwerden? Dann kann es sein, dass Menschen uns vieles erzählen, manchmal ihr ganzes Leben. Schwierigkeiten im Beruf, Schwierigkeiten in der Familie, keine Anerkennung, gemobbt, gestresst und so weiter. Und wenn wir das dann aufzählen, dann haben wir es mit Negation zu tun. Aber die Leute wollen ja in die Entspannung kommen. Also ist es nicht sinnvoll, ein Gespräch so zu öffnen, dass wir sie einladen, über ihr Leben zu erzählen. Und das haben sie häufig schon getan, dann nicht nur bei uns. Und es ist wichtig, dass wir dann vielleicht das auch umkehren. Ich spreche hier vom eine besondere Form des Dialogs. Den affirmativen Dialog habe ich das genannt, dass wir diese negativen Begriffe gar nicht stehen lassen. Sondern wenn jemand sagt, er ist gestresst, dann kehre ich das gleich um und sage, sie oder du wünscht dir Entspannung. Wenn jemand sagt, ich werde im Beruf oder in der Familie nicht so aufgenommen, nicht gewürdigt, ich fühle mich vernachlässigt, du wünschst dir mehr Anerkennung, Zufriedenheit. Und wenn wir diese Begriffe gleich umkehren in dieser Affirmation, dann haben wir gleich etwas Positives geschaffen. Und dann geht es darum, wie bekomme ich jemanden jetzt in die Entspannung? Wir haben immer die Möglichkeit, wenn wir das Gefühl haben, das Gespräch ausufert, dass wir zu jedem Zeitpunkt sagen müssen, wir sind ja nicht in der Gesprächstherapie, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen mit dem Beginn der Entspannungsklangmassage. Haben wir zum Beispiel mehrere solcher Wünsche, dann können wir auch noch ins Gespräch gehen und können sagen, was von diesen 2, 3 oder 4 Wünschen ist dir oder Ihnen heute am wichtigsten. Das ist deshalb wichtig, weil es eine Fokussierung ist. Und diese Fokussierung nehmen die Menschen damit in Entspannung. Was wissen Sie denn über mich? Was wissen die Menschen über die Klangmassage, wenn jemand neu kommt? Also muss ich erstmal sicher sein in dem, was ich Ihnen erzähle. Ich muss sicher sein, die Klangmassage so kurz und verständlich zu klären, dass Sie das auch begreifen können. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Manche beschreiben das mit dem Stein ins Wasser, mit den konzentrischen Kreisen. Andere machen es mit der Flüssigkeit. Manche auch mit dem Luftballon, alles Dinge, die die Klangausgebildeten kennen. Aber ich habe das ist jetzt schon 2 oder 3 Jahre her, so ein Erklärungsmodell oder 2 Erklärungsmodelle formuliert, wie man die Klangmassage eben auch erklären kann. Einmal über das, was wir hören, über das Lauschen und dann auch über die Schwingungen. Das will ich heute nicht formulieren, das würde zu lange dauern, aber das ist alles aufgeschrieben und ich kann es auch nochmal in den nächsten, ja sicherlich auch erst nach meinem Urlaub im April, nochmal
in unserem Blogbeitrag, dass ihr das lesen könnt. Ihr könnt euch das auch ausdrucken und könnt dementsprechend da auch sicher sein. Eine Kommunikation mit Klienten ist immer ein zielgerichtetes Gespräch. Und dieser Begriff Ziel ist ja drin. Also möchte auch ein gemeinsames Ziel formuliert werden. Kommunikation ist immer bidirektional mit zwei Leuten. Also das Gespräch, so wie wir es eigentlich aus verschiedenen Modellen auch können, ist immer Hören und Sprechen im gegenseitigen Wechsel. Und dann unterscheiden wir noch nach dem Sprachwissenschaftler, digitale und analoge Kommunikation. Digital ist die sprachliche und die analoge ist zum Beispiel alles, was wir über Mimik und Gestik herausfinden können. Und das ist die wahrhaftigere. Also wir beobachten auch genau, wie kommt jemand herein. Ist er tatsächlich gestresst? Ist er in einer Ruhe? Was sagt uns sein Gesichtsausdruck? Und daraus leiten wir schon ab, unseren Plan, was braucht dieser Mensch? Wir haben es zu tun mit, die Sprachwissenschaft spricht von komplementären und symmetrischer Kommunikation. Komplementäre Kommunikation ist gegensätzliche Kommunikation. Das heißt, wenn Gespräche oder Kommunikation auch zwischen Menschen, auch in Partnerschaften, vielleicht nicht so funktioniert, dann entwickelt sie sich als gegensätzlich. Und gegensätzlich ist immer ein Konfliktfeld. Es gibt natürliche komplementäre Beziehungen, wie zum Beispiel zwischen Mutter und Kind, zwischen Meister und Lehrling. Aber anzustreben ist immer die symmetrische Kommunikation. Das heißt also, die Grundform gelingender Kommunikation, das Gespräch auf Augenhöhe. Und das ist auch das, was wir kennen, was ich euch vorhin vielleicht auch mit in die Klangmeditation hineingegeben habe. Wie werden wir aufgenommen? Handelt es sich tatsächlich auch bei Ärzten immer darum, dass sie mit uns auf Augenhöhe kommunizieren? Oder verlassen sie dieses Feld, um Hierarchien herzustellen? Und dann haben wir wieder die Schwierigkeit, dass wir nicht dieses Vertrauen bekommen, was wir letztlich brauchen. Alle gesellschaftlichen Rollen oder alle Rollen in der Gesellschaft sind definiert. Wenn wir zum Beispiel nehmen würden, ein Arzt, ein Therapeuten, ein Bäcker oder irgendeine, und wir würden sagen, schreiben wir mal 5 Punkte aus, die diese Rolle definieren, so hätten wir alle zusammen, wie wir jetzt hier sind, und wir sind eine ganze Menge, ziemlich einheitliche, überschneidende Aussagen. Aber wie ist das mit der Klangmassage? Wenn die niemand kennt und vielleicht nur gelesen hat, dass es eine wunderbare Entspannungsmethode ist mit all den Dingen, die dort bei uns beschrieben sind als Wirkungsmerkmale, dann müssen wir diese Rolle definieren. Und dafür müssen wir uns präsentieren, gerade für Neukunden. Wir müssen immer wissen, wie präsentieren wir unsere Methode für Neukunden und überhaupt draußen? Klangmassage kostet etwas. Was ist die zu erwartende Gegenleistung? Und diese Gegenleistung muss ja auch formuliert werden. Und dafür ist viel geschrieben. Das möchte ich hier vielleicht gar nicht alles auffüllen. Jetzt möchte ich etwas über die Haltung sagen, die ganz wichtig ist. Die eigene Haltung. Das heißt, natürlich kann ich mit der Klangmassage anfangen und weiß nicht, wohin das führt. Aber diese Kunst, immer beim Klienten zu bleiben, ist ganz wichtig. Und ich hatte gestern mit dem Peter ein Online-Seminar Klangtransformation. Und da ging es auch um die 7 Säulen der Resilienz. Und das ist ganz wichtig, finde ich, als Vorbereitung, die eigene Haltung, die eigene Kompetenz und die eigene Souveränität, nicht nur im Leben, sondern auch im Bereich als Vorbereitung für die Kommunikation zwischen
Klanggebenden und Klienten herzustellen. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, um mit den Dingen des Lebens oder vielleicht auch mit den Gegebenheiten eines Klienten gut zurechtzukommen. Und es sind auch die Dinge, die häufig im Katalog dessen sind, was Klienten von uns erwarten oder was sie gern durch die Klangmassage oder durch ein Coaching erreichen möchten. Es ist immer Akzeptanz zum Beispiel. Ich nehme nur mal 2, 3 wichtige heraus. Das sind Situationen, die zunächst nicht zu ändern sind, diese anzunehmen und die Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Ähnlich wie wir das vielleicht eben auch schon gehört haben. Lass die Gedanken ziehen. Akzeptanz heißt aber auch, sich auf Veränderungen einstellen zu können, lösungsorientiert. Und die Lösungsorientierung ist ja ein Begriff, der auch in unserem Geben von Klängen wichtig ist, zu einer Lösung führt. Auch Entspannung ist eine Form von Lösung. Das heißt, nachdem man eine Situation angenommen hat und wenn es nur darum geht, dass wir Menschen sind ja geneigt, eher manchmal die Defizite in uns zu sehen. Aber sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, so wie ich bin, bin ich gut. Ich glaube, das ist wichtig, dieser Positivismus. Erst dann haben wir die Möglichkeit, nach vorne zu schauen und auch Lösungen zu suchen, klare Ziele zu formulieren, die Wege der Realisierung zu finden. Und das ist auch das, was wir bei unseren Klienten immer wieder finden können. Es geht manchmal auch um Begriffe. Ich habe bei einer Veranstaltung, Werdensbegleitung heißt die, einen Therapeuten kennengelernt, der hat im Bonner Raum 3 verschiedene Kliniken der Psychotherapie und er hat nicht diese Schilder an seinen Kliniken stehen, sondern den Begriff Werdensbegleitung. Und das hat mich fasziniert. Mit Psychotherapie, Psychologen verbinden wir ganz bestimmte Dinge, aber der Begriff Werdensbegleitung, mich begleitet jemand auf meinem Weg des Werdens, ist wunderschön. Und das ist auch das, was ich unseren Menschen, die mit Klang arbeiten, die bei uns ausgebildet werden, auch immer sage, mit diesem Begriff zu arbeiten. Ich kann sie auf ihrem Weg des Werdens mit Klang begleiten. Und dann haben wir den Resonanzbegriff. Resonanz ist deshalb wichtig, erstmal allgemein auch in der Kommunikation, mit jemandem in Resonanz kommen, mit jemandem im Einklang sein. Das kommt nicht aus der Begrifflichkeit unserer Klangmethoden. Aber man muss zunächst mit sich selbst in Resonanz sein. Ich bin mit mir in Resonanz. Ich bin mit mir auf einer Welle. Ich bin so, wie ich bin, mit mir zufrieden. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn wir nicht selbst mit uns in Resonanz sind, dann haben wir auch keine Ausstrahlungskraft nach draußen. Das können wir alles überspielen, natürlich. Diese Möglichkeit besteht, aber tatsächlich diese Resonanzphänomene erfahren in allen möglichen Bereichen menschlichen Zusammenlebens. Und Klänge bieten dieses Resonanzfeld an, um wieder mit sich selbst, mit der eigenen ursprünglichen Harmonie in Verbindung zu kommen und vielleicht auch an Ressourcen anzuknüpfen. Also bereiten wir uns vor und wir können uns mit dem Klang vor jedem Gespräch gut vorbereiten. Das heißt, bevor wir mit einer Klangintervention anfangen, bevor wir mit einer Kommunikation beginnen, können wir uns 2, 3 Minuten Zeit nehmen, um mit einer Klangschale allein über das Hören, Lauschen uns in diesen Zustand hineinbringen, der Gelassenheit, der Souveränität, um dann auch wirklich mit dem Klienten ins Gespräch zu kommen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis auch Ärzte, Psychologen und auch Rechtsanwälte. Und ich habe einigen dieser Freunde auch die Möglichkeit gegeben, wie sie den Klang einsetzen können. Und das haben die dankend angenommen
auch wenn vorher Skepsis bestanden hat. So hat ein Arzt zum Beispiel die Klangschale auf seinem Schreibtisch stehen. Und wenn Patienten zu ihm hineinkommen, dann begrüßt er sie mit Klang, führt das Gespräch mit Klang. Und somit baut er eigentlich auch diese Distanzen ab und schafft einfach auch Vertrauen. Der Klang beruhigt, er fokussiert sich nur nicht allein auf das Gespräch, sondern auch auf den Klang. Oder ein Psychologe arbeitet auch mit Klang. Sehr einfach demjenigen, mit dem er spricht, oder manchmal ist es auch in der Paartherapie, dass er abwechselnd die Schale gibt und dann noch eine Beckenschale am Boden hat, um ganz einfach auch zu erden und damit auch ja, eine Gesprächskultur zu schaffen. Und das sind ganz schöne Dinge, die zeigen, wie gut man den Klang auch einsetzen kann. Wir sprechen seit 2 Jahren, beschäftigen wir uns eben auch mit dem Begriff des Bewusstseins, vom Klang, Bewusstseinsräumen, so wie wir ihn eben am Anfang auch erlebt haben. Das heißt, eine in die Ruhe kommen, in die Entspannung kommen und sich öffnen für Bewusstseinsräume. Das heißt, einfach entfalten und auch eine Potenzialentwicklung. Und ist das, was wir mit Klang gut leisten können. Das kann man mit Sprache nicht so gut. Auf dieser Veranstaltung, die ich eben angesprochen habe, sind auch mehrere Vertreter unterschiedlicher Heilkundler und auch komplementärer Methoden. Und die Gesprächstherapie war eine Vertreterin dabei. Wir wurden immer gefragt, ja, wie macht ihr das denn, wenn denn Klienten zu euch kommen? Und sagte sie, ich brauche einen spärlich eingerichteten Raum und 2 Stühle. Und dann? Ja, dann setze ich mich auf einen Stuhl und die Klientin, Patientin auf den anderen Stuhl. Und dann? Ja, dann warte ich so lange, bis die Patientin anfängt zu sprechen. Da musste ich schmunzeln und dachte, da bist du arm dran. Welche Möglichkeit haben wir da mit dem Klang, diese heillose Stille auszuhalten, wo man sich nicht kennt, wo Distanzen da sind, Ängste da sind. Wie soll man da anfangen? Und wie wunderbar können wir das mit Klang unterstützen? Nur in diesen Klangbewusstseinsräumen können wir uns und Klienten und auch Gruppen anregen, sich weiterzuentwickeln. Und wie kommen die Klänge ins Bewusstsein? Ich denke, dass diese Prozesse für euch auch nochmal wichtig sind, dass man vieles über diese Zusammenhänge vielleicht auch braucht, damit wir diese Kommunikation oder auch diese klanggestützte Kommunikation sehr viel besser steuern können. Wir haben einmal die Bewusstheit und das Bewusstsein. Bewusstheit ist das tatsächliche Wahrnehmen, was wir täglich haben. Das, was wir sehen, das, was wir hören. Und das verankert sich in unserem Hirn und so kommt es zu einer Bewusstheit, das heißt eine innere Wahrnehmung der äußeren Welt. Ja. Und das ist das, was wir unter personalem Erleben verstehen. Aber der nächste Schritt, den wir brauchen und vielleicht auch wissen müssen in der Kommunikation, auch im Klang, ist das, was ist denn transpersonales Erleben? Dieser Begriff transferieren. Und transpersonales Erleben heißt immer auch, jemanden in die Klangbewusstseinsräume oder auch in die Gespräche mitzunehmen, wo es nicht so sehr um das So-Seiende geht, ein Zustand, wie er sich im Augenblick gestaltet, auch im Hier und Jetzt, den man formulieren könnte, sondern wenn es um Weiterentwicklung oder um Reflexion geht, dann braucht es immer eine höhere Warte. Wir müssen uns im Grunde genommen aus uns selbst herausnehmen, als würden wir aus einer höheren Warte auf uns schauen, um ganz einfach diese, ja, Peter Hess sagt immer, wir brauchen diese Polarität. Diese Polarität von dem So-Seinen und dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und in diesem Spannungsfeld ergeben sich dann Potenzialentwicklungen. Und das ist vielleicht ganz gut,
Wir sprechen heute davon, Transzendenz ins Bewusstsein. Das heißt, das Überschreiten der Erfahrung von einer höheren Warte aus. Und das ist ein wunderschöner Zustand und den können wir in Klangräumen und in Gesprächen auch wunderbar entfalten. Mit Klang in den Zustand des Hier und Jetzt zu kommen, mit dem Klang in sich hineinhören und fühlen, wie geht es dir jetzt? Wie fühlst du dich? Und dann einfach aus diesem Bereich eine Entfaltung in den Klangräumen, in den Potenzialentfaltungsräumen zu machen. Wo soll die Reise hingehen? Und das sind die Zielsetzungen. Also auch wenn wir eine Klangmassage geben zur Entspannung, dann ist es auch wichtig, dass wir um diese Prozesse wissen, weil wir das mit hineinnehmen können. Und hineinnehmen heißt auch zu unserer Haltung, die ganz wichtig ist, wir haben neben der Kommunikation mit Klienten und Patienten ganz entscheidend auch die Kommunikation mit uns selbst, die sogenannte Autokommunikation. Und die ist entscheidend, die verstärkt Prozesse. Das heißt, es geht nicht darum, Empathie zu empfinden. Das wird immer so leicht gesagt, ja, ich bin empathisch, ich kann mich gut hineinversetzen in die Gedanken und Gefühle meines Gegenübers, um ihn aus dieser Sicht heraus zu verstehen. Das hört sich alles wunderbar an. Natürlich ist das auch eine Fähigkeit. Aber der Begriff der Empathie ist auch für mich dialektisch. Es sind auch Erfahrungen, die ich mit vielen Menschen geführt habe, wenn nämlich diese nötige Distanz, die es dazu braucht, nicht eingehalten wird. Nehmen wir mal an, ein Patient oder ein Klient erzählt aus seinem Leben und trifft Parallelen zu unserem Leben. Dann haben wir da ein Problem. Das kann manchmal dazu führen, dass uns das antiggert und wir auch wieder in diese Erinnerung des eigenen Erlebnisses kommen und dann fallen wir aus der Resonanz. Das kann passieren, aber auch da heißt es wieder, wie ist meine eigene Haltung? Und über diese Resilienz, die ich euch vorhin gesagt habe, können wir uns davor letztlich auch, ja, ich will nicht sagen schützen, aber gut vorbereiten, dass wir nicht in diese Bereiche kommen. Und was auch ganz wichtig ist, das sind die Gedanken. Hatte eine Ausgebildete, die sehr gut in der Klangmassage auch wunderbare Rückmeldungen bekommen hat und dann einmal die Rückmeldung gewesen ist, das kam mir heute zu, wie war das, ich muss gleich mal überlegen, zu funktional vor. Es ging hier um die Empfindung, also das rein mechanische Wahrnehmen. Da musste ich erst schmunzeln und dann habe ich gedacht, was ist da passiert? Denn es ist ja jemand gewesen, der den Klang bekommen hat, der schon viele Klänge bekommen hat und heute eben eine andere Empfindung hatte, nicht so in die Entspannung gekommen ist, wie er das vielleicht manchmal gewohnt war. Und das hängt mit der Haltung wieder zusammen. Das heißt, derjenige oder diejenige, die den Klang gegeben hat, war nicht beim Klienten. Und das bedeutet, ähnlich wie das eingangs ich formuliert habe, da reden Menschen über Golf. Und so kann es auch sein, dass man beim Klang geben vielleicht mit den Gedanken woanders gewesen ist. Und wir wissen aus der wissenschaftlichen Forschung, auch durch Messung, dass allein Gedanken des einen bei dem anderen Gehirnströme auslösen können. Und es ist für mich eben wichtig auch zu vermitteln, wenn du den gibst, beschäftigt sich in der Kommunikation oder auch mit Klang, ganz nah auch gedanklich, einvernehmlich, achtsam, liebevoll beim Klienten oder beim Patienten zu sein. Und das kann ich mit dem sogenannten, mit der Autokommunikation unterstützen, indem ich vielleicht manchmal so sage, schau mal, ist das nicht ein besonders schöner Klang? Spürst du, wie gut es dir tut? Und dann haben wir eben auch festgestellt, dass diese Autokommunikation zur Verstärkung des sinnlichen Wahrnehmungsbildes auch eines Klienten oder Patienten führen kann. Und wenn wir ohnehin da sind, dann können wir uns letztlich damit beschäftigen. Das mag sein, dass in der Kommunikation oder auch vielleicht im Klang die Rückmeldungen von Menschen sind,
dass sie gut entspannen konnten oder dass die Kommunikation ihnen gut getan hat. Aber gemessen an dem, was ich euch eben habe versucht zu vermitteln, ist das vielleicht dann doch nur suboptimal und könnte durch diese Dinge, die wir dann beherzigen, noch sehr viel deutlicher zum Vorschein kommen. Wir brauchen vielleicht für den Erfahrungsaustausch dann auch nochmal eingangs die gestellte Frage: Welche Erfahrung hast du bisher mit Klienten, Patienten gemacht? Womit hast du gute Erfahrungen gemacht? Wo warst du dir unsicher? Wo braucht es eventuell auch Unterstützung? Und der Professor Ferres, der auch mit Klang und Musik arbeitet und den wir schon häufiger auch auf den Kongressen hatten, hat mal einen Satz geprägt: Im Körper wirkt immer das, wovon der Geist überzeugt ist. Das ist gut. Durch Klang mit den Prozessen der inneren Körperwelt in Kontakt kommen. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen für eine kleine Meditation im Sitzen. Ihr könnt euch also bequem auf Sessel, Stuhl oder auch auf das Sofa setzen. Im Sitzen deshalb, weil die Anleitungen hier nicht fürs Liegen gedacht sind. Der Janni spielt jetzt die Meditation, die Herzmeditation bitte ein. Und ihr macht es euch so gemütlich es geht. Und nach einer kleinen Weile werde ich beginnen, euch diese Meditation vorzutragen. Und schaut mal, wie ihr hineinkommt, was es mit euch macht, wie ihr euch fühlt. Und das können wir in die anschließende Reflexion dann wunderbar mit aufnehmen. Kleine Achtsamkeitsmeditation im Sitzen mit Klang. Mach es dir auf deinem Stuhl, Sessel oder dem Sofa bequem. Richte dich in deinem Körper ein und lausche den Klängen der Klangschalen. Mit deinem Atem und Körper in einer achtsamen und bewussten Weise liebevoll in Beziehung. Kommt dein Körper zur Ruhe, kann auch der Geist still werden. Nimm eine würdevolle, angenehme Haltung ein
wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Bringe deine Aufmerksamkeit in die Gegenwart und werde dir der Klänge bewusst. Sei ganz bei dir und schau, wie sich dein Körper jetzt für dich anfühlt. Achte auch auf deine körperlichen Empfindungen. Das Meditieren fällt dir leicht, wenn du loslässt. Loslässt von Gedanken. Lasse sie ohne Wertung ziehen. Atme ein paar Mal tief ein und aus und löse dich, lockere dich. Erspüre nun den Bereich deines Körpers, in dem es dir jetzt gerade richtig gut geht, der sich ganz wohl für dich anfühlt. Lenke deine Aufmerksamkeit und Liebe genau dorthin. Spüre noch einmal in dich hinein, wie wohl es sich dort anfühlt. Vielleicht kannst du auch so etwas wie Wärme in diesem Bereich spüren. Atme nun mit jeder Einatmung genau über diesen Bereich Licht und Energie ein. Mit jeder Ausatmung lässt du das Licht, die Energie, sich von dort in jeden Bereich deines Körpers ausbreiten, ausstrahlen. Die Klänge können dich dabei wunderbar begleiten. Licht, Energie einatmen, mit dem Ausatmen von dort über den ganzen Körper und darüber hinaus ausstrahlen. Wenn es dich unterstützt, sage dir innerlich: Licht, Energie ein, ausstrahlen aus. Uli, ja? Kannst du bitte deine Papiere woanders hin? Ja. Danke. Führe diese Übung nun ein paar Minuten mit Klangbegleitung für dich durch.
So, lieber Janni, jetzt kannst du die Klänge langsam ausklingen lassen. Und ihr könnt langsam wieder zurück in diesen gemeinschaftlichen Raum kommen. Könnt, wenn ihr mögt, ein paar Mal tief ein- und ausatmen und euch recken und strecken, so wie es sich jetzt für dich gut anfühlt. Ja, und nun würde ich mich freuen, wenn ich euch im Raum wieder sehen könnte. Keiner da. Dann legen wir uns wieder hin. Leider nur mich. Es sind über 100 Leute da und auf Facebook noch mal knapp 30. Also das ist ja nicht schlecht. Ja. Viele da heute Abend. Prima. Vielen, vielen Schön. Dank, Uli. Für diese, ja, fand ich jetzt gerade sehr gute Übung. Ich schaue jetzt gerade mal in den Chat, was da bisher an Fragen kam. Also schreibt da gerne eure Fragen oder auch Erfahrungen, wie ihr das gerade erlebt habt, mit rein, was ihr für Situationen vielleicht schon hattet bei euch in der Praxis. Also, ne, ruhig. Ja, dass wir einfach ein bisschen ins Diskutieren kommen. Jetzt ist zum Beispiel, schreibt eine, manche Klienten sind sehr im Redefluss und schwer zu bremsen bzw. zu unterbrechen, um Positives ins Gespräch zu bringen. Ja. Ja, ich hatte ja eigentlich schon so ein bisschen darauf geantwortet. Das ist natürlich schon auch, die Möglichkeit besteht immer. Und wenn uns das nicht gelingt, jetzt zum Beispiel diese positiven Dinge in Form der affirmativen Gesprächsform wieder umzukehren, dann können wir wirklich einen wunderschönen Übergang machen, indem wir auch sagen, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mit der Klangentspannung zu beginnen. Das ist immer ein probates Mittel und das ist dann auch nicht abgewürgt. Ne? Wie dann auch ja mal jemand sagen, Klappe halten und hinlegen. Und da muss man wohl dran glauben. Und Peter sagte, das kann nicht schaden. Also es gibt da verschiedene Formen, die dann auch ganz erheitert sind. Aber das ist immer ein gutes Mittel, wie wir das eben auch machen können, dass wir, sonst müssten wir mit der Sprache wieder in die Kommunikation eingreifen. Und die wird dann vielleicht als Unterbrechung empfunden oder du hörst mir ja gar nicht zu. Aber hier haben wir wunderbare Möglichkeiten. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist, hat sich auch bewährt. Jetzt möchte ich kurz an dieser Stelle mich erstmal von denen, die in Facebook oder uns, von denen, die in Facebook sind, verabschieden, weil wir diese Diskussionszeit immer exklusiv für die Mitglieder machen. Das heißt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr den Klangabend genossen habt und für euch Inspirationen mitnehmen konntet. Und ja, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.